Als Wildschütz wird entdeckt, der wird ganz sicher ins Loch gesteckt. Auf seiner Durchlauf, die er singt, hinter dem Wild, die Pferde schwingt. Seine Jäger vor dem Kopf, drehen wir unter Nase herum. Unsere Büchse sind gut versteckt, und noch hat der Fürster sie entdeckt. Schießpulver tragen wie im Sack, Dosengrad wie Schnupftabak. So wie der Mensch ist aufgeschmiert, höchstens wenn er explodiert. Büchsen schnell versteckt, das hat sie nicht entdeckt. Mir klappern alle Beine, der Hof jagt wilde Schweine, doch lauft sich selber hier. Kein Wildschwein mehr vorhanden, geschossen sie zu Schaden, nicht eins mehr im Revier. Oh Gott, das tut, oh Gott, das tut. Verdammt, so lang noch Zeit, verdammt, der ganze Zeit. So bleibt doch endlich stehen, habt ihr ihn denn gesehen? Er kennt ja Durchlauf nicht, er kennt ja Durchlauf nicht. Doch seinen Jägermeister, den Baron Metz so heißt, den habe ich gesehen. So habt ihr ihn gesehen, geschluckt, und schulden, hat er schon jemand sich gegeben. In der Falle. Jetzt hab ich euch alle. Keiner mir entwischt. Ruhe! 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 Die Box der neuen Stadtfraktion. Ja, aber kostet das nichts? Kostet das nichts? Natürlich kostet es was. Der Gemeinderat wird einberufen. Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine Bestechung. Na? Ja, einstimmig angenommen. Ihr habt gewildert niederträchtig. Früher war der Saustand prächtig. Und jetzt kaum ein Solo schweigt, erschlag doch gleich der Teufel rein. Glaubt die Feinde wild zu schießen, sonst wär furchtbar ich verrissen. Wunsch wär meine Jäger her, du musst sofort ein Wildschwein her. Ach, es gibt in der Gemeinde nur mehr zahme Schweine. Diese bieten wir euch an, ergebens dem Vereine. Ein Wildschwein muss klarer Wille sein. Jekusch, Jekusch, das ist schwer. Wo nimmt man ein Wildschwein her? Alle sind verschossen schon. Exzellenz, pardon, pardon. Jekusch, Jekusch, das ist schwer. Wo nimmt man ein Wildschwein her? Alle sind verschossen schon. Exzellenz, pardon. Pardon! Ich sollte euch Schurken pardonieren. Nein, ich werde rapportieren. Man wird euch schon kujonieren. Glaubt nur nicht, ich lass mich rühren. Hört ihr gleich, lass mich spielen. Niemals, 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 nie. Eigentlich hat das Ferkel was für sich. Und vermitteln bin ich schon. Aber haben Sie was davon? Halt! Hört weiter nur, ihr Hundeseelen! Durchlauf ruft den Zubefehl, dass ein hübsch gemeines Kind
als Rause bringt zum Angewinn. Und sollte sie dem Fürsten liegen, wird sie einen Mitgift kriegen. Und dann kehrt sie voller Glück, was unbeschädigt, heim zurück. Und dann gibt's in der Gemeinde leider nur ganz kleine. Erste keine Witwe sein, da hätte ich auch keine. Sehr feine. Hey, Jungfrau! Das keine Witwe sein. Alle sind vergebens schon, Exzellenz, pardon, pardon. Jekusch, Jekusch, das ist schwer, so nimmt man heil auf her. Alle sind vergebens schon, Exzellenz, pardon. Pardon! Ich soll euch schulden pardonieren, nein, ich werde rapportieren. Dann wird euch schon kujonieren, glaubt mir nicht. Lass mich reden! Exzellenz! Ja, und immer, lass mich spielen! Niemals! 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 Es gibt extra 50 Gui! Gut! Eigentlich! Hat auch die Witwe was für sich! Was verlangt von ihr wird, hat sie oft schon praktiziert! Alles verschwindet, nur der Bürgermeister bleibt. Zunächst zahlt ihr eine Strafe fürs Wildern. 100 Gulden aus der Gemeindekasse. Aber Exzellenz, da sind doch nur 50 drin. Und? Die habe ich Ihnen doch gerade gegeben. Aber wenn die Tochter vom Bürgermeister, der was ich bin, heute dem Fürsten das bewusste Buschettel überreichen täte, dann... Hundsfott! Will er mich bestechen? Auf überhaupt nicht, Exzellenz. Ist seine Tochter wenigstens hübsch? Meine Tochter ist das hübscheste Mädel, weit und breit. Sie ist mir wie aus dem Gesicht gerissen. Schrecklich. Also gut, 300 Gulden abgemacht. 300 Gulden? Kaution! Was ist denn das? Eine Vorsichtsmaßnahme. Er übergibt mir 300 Gulden zu treuen Händen. Nein, nein, nein. Wo, falls der Fürst mich einsperren lässt, wegen seiner, wie heißt sie denn? Emmerenz. Emmerenz, da kennt er gar keinen Spaß. Außerdem bekommt er sie ja zurück. Die Kaution. Nein, die Tochter! Also gut, abgemacht. Abgemacht. Auf Trinken, wo wir jetzt ist einen. Ist gut, ja, ja. Kathi, Kathi. Ja, was willst du denn? Ein Wein, Kathi. Ach. Da wäre aber noch ein Problem. Was? Meine Tochter ist nämlich Witwe. Das ist doch egal. Ja, aber wenn der Fürst, wenn er Wünsche haben sollte, meine Tochter ist nämlich unheimlich keusch. Das wird sie bei diesem Gesicht vermutlich auch bleiben. Na, da bin ich aber beruhigt. Kathi, Kathi, was ist denn mit Wein? Du schloss ja schon wieder. Es muss unbedingt noch ein hübsches Mädchen her, mit dem ich den Fürsten dann wieder versöhne. Na, heute ist aber spät dran, die Christel. Wer? Na, die Post-Christel. Von der Post? Ja, ich bin die Christel von der Post. Klein das Soleil und schmal die Kost. Schmal die Kost, aber das macht nichts, wenn man noch jung ist, wenn man nicht übel, wenn man im Schwung ist, ohne zu klagen, kann man es ertragen, wenn man dabei immer lustig und frei. Bin die Christel von der Post. Mein Amt ist herrlich, bin auch gefährlich,
Santa ist ein Charmanter, wer das Fatal auf dann und der Mann. Statt Rezipisse gebe gern Küsse, Pippi jedoch benehm ich mich da. Lass sie fallen, und du bezahlen, sage dann lachend zu ihm, ja, ja, einen Kuss, wenn ich muss, wenn ich muss. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's jetzt so schnell. Nur nicht gleich, nicht auf der Stelle, denn bei der Post geht's nicht so schnell. Nein, bei der Post geht's nicht so schnell. Trotz dieser strengen Grundsätze hast du einen Schatz gefunden. Ne? Na, Freile, mein Schatz, der Adam aus Tirol. Lieb mich unbändig, glaub mir's wohl. Glaub mir's wohl, ob er mir treu ist, will ich nicht fragen. Dass er kein Geld hat, kann man wohl sagen. Sieh ich ihn wieder, pocht mir ihn wieder, wird mir so dumm und ich weiß nicht warum. Ich sage schäm dich, wären doch komisch wir als Paar. Du hast zu wenig, ich keinen Pfennig, denke doch, wenn als Kinder da. Ich möchte noch, ich werde schon noch, sage dann lachend zu ihm. Ja, ja, muss es sein, wird ich dein, wird ich dein. Denn bei der Post geht's nicht so schnell, nur ne gleich mit auf der Stelle. Denn bei der Post geht's nicht so schnell. Bei der Post geht's nicht so schnell. Adam ist also dein Schatz und er ist nicht vermögend. Nein, überhaupt nicht. Aha. Ja, in der Residenz ist der Posten eines Menagerieinspektors frei. 100 Gulden im Jahr, freies Quartier. Und was vom Futter übrig bleibt, gehört ihm und seiner Frau. Seine Frau? Mein Gott, da könnt mir endlich heiraten. Ja, freilich. Du müsstest nur heute nach dem allgemeinen Empfang dem Fürsten ein Gesuch überreichen, ja? Ja, ja. Und zwar in diesem Pavillon. Mhm. In geheime Audienz. Na, ich und der Kurfürst allein im Pavillon, na. Aber mein Kind, ich könnte ja dabei sein. Das wäre ja noch unanständiger. Ich bin Baron Wetz. Oh, Exzellenz, Exzellenz, ich habe ein Telegramm für Sie. Hm? Moment, wo habe ich es? Ah, ich wasche, bitte. Das ist aber ein reizendes Postkastel. So, jetzt muss ich Brief austragen gehen ins Dorf. Exzellenz. Also, du kommst in den Pavillon mit dem Gesuch zu deiner Durchlauf. Weiß ich noch nicht, Exzellenz. Muss ich mir noch gut überlegen. Ja, überleg es dir nur gut, ja. Grüß dich, Christel. Grüß dich, Gott, Magel. Na, kriege ich kaputt? Was fällt denn dir ein, du unverschämter Kerl? Na, warte nur, bis der Adam wieder zurück ist. Wie kommt's mir schon an? Du und der Adam. Sprechen. Ja. Um dir die Leviten zu lesen. Du sollst dich nach der Hoftafel wieder skandalös benommen haben. Warum? Nur weil ich die teure Baroness Adelaide so lange mit Liebesblicken bombardiert habe, bis ich es geglaubt habe? Jeder am Hof weiß doch, dass sie eine dumme Gans ist. Diese Gans hat eine Füllung von 2 Millionen. Ich wünschte, es legte sie mir jemand auf den Weihnachtstisch.
Aber das meine ich ja gar nicht. Du hast gespielt. Das weißt du? Und wieder verloren. Ja, diesmal sogar auf Ehrenwort. Ich muss bis morgen Mittag 300 Gulden zurückgezahlt haben. Das weiß ich auch. Fein. Kannst du mir vielleicht mit dieser Kleinigkeit aushelfen? Kleinigkeit? Ich könnte dir eine... Also bitte, komm her. Wenn ich dich nicht so gern hätte, ich gebe dir das Geld. Ha, du bist wirklich der netteste, charmanteste Onkel der Welt. Aber sag, woher hast du das Geld? Dem Bürgermeister ist es 300 Gulden wert, wenn seine Tochter das bewusste Bouquet dem Fürsten überreicht. Ist sie hübsch? Das glaube ich kaum. Na, 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 na. Dann sehe ich schwarz. Dazu ist keine Veranlassung. Dann kommt die Postchristel. Jo, Blutiger. Was ist los? Exzellenz. Wie gesagt, dann kommt die Christel. Moment, das Mädel hat mir einen Brief aus der Residenz gegeben. Moment. Etwas Unangenehmes? Was soll denn daran unangenehm sein? Nein. Das ist eine Katastrophe. Der Fürst kommt nicht. Na und? Na und? Na und? Da kannst du dir deine 300 Gulden malen. Ich hab's. Was? Ich geb mich für den Kurfürsten aus. Ja, hier hat ihn doch noch nie jemand gesehen. Man wird mich ohne weiteres für ihn halten. Das glaube ich aber kaum, du. Ja, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ja, du. Wenn ich das mache. Als dir die Welt voll Rosen hing, war ich ein netter Schmetterling. Jetzt bist du wohl mehr schwummerig. Man hat das Schönste hinter sich. Trotz alledem, lebt man noch immer angenehm. Man ist gescheit, benutzt die Zeit, auf das bisschen Gelegenheit. Wärst du statt mir im Pavillon, ich müsste mich zu benehmen schon. Zuerst sagst du, ihr väterlich, oh, fürchte nichts, mein Kind, und sprich. Dabei wirst du recht wie ein Pfau ihr ganz Ensemble überschauen. Und wenn ihr reizt, sich übermacht, dann fasst du zärtlich ihre Hand. Streichelt huldvoll ihr das Kind. Ja, das Kind. Und siehst sie näher zu dir hin. Ja, zu mir hin. Wenn sie bald schmollt, wenn sie bald lacht. Wenn sie lacht, dann ist der Anfang schon gemacht. Hab ich mir's nicht hübsch gedacht? Ich hätt's früher so gemacht. Soll ich machen so wie du? Der beste Weg dazu, dazu. Der liebe Neffe Stanislaus, der liebe Stanislaus, der liebe Stanislaus, der liebe Neffe Stanislaus, wächst sich ganz auf den Onkel, ganz auf den Onkel, ganz auf den Onkel. Ruhe! Wer kommt? Die Tiraner kommen!
schenkt meine Hügel an, das Mikro, was dort wieder dran. Grüne, gelbe, große, kleine, oberlauter Superfreine, die sie dann mehr studieren als wir, die Tresur haben sie ja von mir. Wie gibt hier alle miteinander, voll miteinander, voll miteinander, just das hin, Weiber oder Mander, Weiber oder Mander, nur gut sein. Jetzt sind sie wohl noch still, doch nur so lang wie will, denn er fang ich zu locken an, pfeift jeder, was er kann, passt er nur an.
Ja, grüß die Karte. Grüß die Adam. Ja, grüß die Karte. Geh, hol mir einen Wein. Hol mir einen Wein. Sag einmal, war die Christel heute schon da? Ja, ja. Hm. Ruckt zusammen, Weiberleut. Heute setz ich mich zu euch, ja. Na, wo ist sie denn, die Christel? Ja, so wird's denn sein. Brief austragen tut's. Was? Am Sonntag? Oh, hörst. Himmelsakra, das Geschäft muss ich mir aufgeben. Sonst werde ich böse. Schau, suchst du halt einen guten Posten. Dann kannst du dich heiraten und musst nicht mehr arbeiten gehen. Ja, bitte, 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 ja. Einen Posten, ja. Die ich kriege, die taugen mir nicht. Und die mir taugen, die kriege ich nicht. Weil dafür braucht es eine Protektion, nicht? Und ich bin ja bei keiner Partei. Nicht einmal beim Vogelzuchtverein. Geh, schau! Geh, was? Schau, seine Exzellenz! Was? Ah, der könnte protegieren. Was? Wieso? Der Oberförster hat mir gesagt, der sucht einen Menagerieinspektor für die Residenz. Einen Menagerieinspektor? Brauchst nur richtig mit einem zu reden, verstehst? Ich bin ja nicht blöd, gell? Halt dich nur auf, Herr Weiler, gell? Exzellenz? Haben Exzellenz einen Wunsch? Eine Bouteille aus deiner schönen Hand, mein Kind. Welche Etikett? Zwischen uns beiden keine Etikett. Exzellenz, grüß dich gut. Wer ist der Mensch? Exzellenz, hast du einen Vogel? Ist der wahnsinnig geworden? Ich hab einen. Ah, es geht mir ein Licht auf. Es scheint sich um den Dorftrottel zu handeln. Nein, solche Menschen darf man nicht reizen, können sehr gefährlich werden. Du hast also einen Vogel. Ja, und den gebe ich dir. Den gibst du mir. Ja, und dann hast du. Dann hab ich einen. Ja. Hallo, was ist denn das? Na, schau halt rein. Ist ein Küken. Ein Schmoren, das ist ein Kanarivogel. Ja. Und der ist unter Brier dann 20 Gulden wert. Was? Das Biest ist 20 Gulden wert? Ja, mindestens. Und dafür verschaffst du mir einen Posten, Exzellenz, gell? Ich hab gehört, in einer Menagerie ist nur einer frei. Und warum soll ich ihm den Posten verschaffen? Na ja, weil ich heiraten möchte. Ja, aber daran ist er doch selbst schuld. Was? Na gut, ich werde sehen, was ich für ihn tun kann, ja? Dankeschön, Exzellenz, dankeschön. Ich schaue später wieder vorbei. Für die Exzellenz. Wer ist der Mann? Ein Tiroler. Ah, drum. Und das ist ein Johannisberger. Exzellenz, der ist öder als wir zwei zusammen. Nein, da ist er ja über 50 Jahre alt. Ja. Vierte Exzellenz. Was ist denn das für eine Musik? Das ist die Dorfmusik. Ja, die kommt jetzt her und spielt zum Tanz auf. Da wird es aber etwas laut hier, Kati. Ziemlich laut. Sag einmal, mein Kind, da werde ich den Wein später trinken. Ist recht. Kati. Kati. Eine gute Idee war, dass Durchlaucht sich als Bauernmädchen verkleidet hat. Es war eine sehr gute Idee. Wieso? Weil ich doch vom Volk erfahren will, wie mein Mann sich benimmt, wenn ich nicht bei ihm bin. Ach, wenn das nur gut geht. Ah! Wie ist das Leben, das Sommer?
was ist denn da los? Ihr taugt so eine Unnatürlichkeit, Schatz, dass weiterkommt. Der Fürst kann jeden Augenblick da sein. Wir müssen doch alles vorbereiten für seinen Empfang. Gehen wir, wir dürfen uns nicht blamieren. Adelaide! Ja! Aber Sie sind ja betrunken! Ja! Sie haben mich so lang da drin allein gelassen, da habe ich mir ein Gläschen Bier genehmigt. Aber von einem Gläschen Bier wird man doch nicht gleich betrunken. Ich schon. Also bitte setzen Sie sich. Da! Ein Gläschen Bier? Mhm. Wie vorhin? Mhm. Also... Na, Servus! Ja, das darf ja nicht wahr sein. Ja, die hat ja keinen schlechten Zug. Ja, sagt's einmal, wer seid's denn nachher ihr? Das geht ihn gar nichts an. Ah, das geht mich gar nichts an? Hörst du, bist du aber gespreizte Gas. Aber ich rat ja deinen Namen. Leicht, leicht. Burgerl, Zenzi, Gleihanen, Gleihanen. Sissi, Froni. Falsch. Ganz falsch. Ganz falsch. Ich bin die Baroness, bei der ich in Diensten stehe, als Stubenmädchen. Was? Das ist eine Baroness? Ausschauen tut's wie ein zerrupfter Zeissig. Also nichts für ungut, Baroness. Ich bin der Adam. Ah! Dam. Ich glaube, wir müssen jetzt... Ja, das ist ja besoffen. Mon Dieu! Die Baroness ist in Öl. Na, okay, du darfst doch nicht so viel saufen, wenn du nichts vertragst. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen. Ja, du kannst ja gehen, Baroness, aber die darf ja noch ein bisschen da bleiben. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, wie du heißt. Ach ja? Ja. Marie. Gefällt dir der Name? Name. Du gefällst mir auch. Na, was ist denn? Er geht zum Abschied in der Busserl? Das ist denn doch zu arg. Aber doch nicht von dir. Also? Lieber nicht. Marie? Ja? Sehen wir uns heute noch? Das kommt ganz auf den Kurfürsten an. Vierti, Marie. Vierti. Vierti, du auch. Vierte, du auch? Vierte. Schöne Sachen sieht man da. Gell, das sind Sachen. Du. Ja. Du. Wenn du der Christel was erzählst, dann. Was dann? Dann. Dann streite ich alles ab. Vierte. Adam! Christel! Du bist ein narrischer Kerl. Wo warst du? Ich war auf einem Gletscher. Ach. Ja. Da. Je. Edelweiß. Dankeschön. Ich hab's selber gebrockt. Am Gletscher? Ja, da hätte ich mich dabei fast erstessen. Sehr was schade gewesen. Jetzt, wo wir endlich heiraten können. Was? Ja, nein. Christo! Ja. Christo! Du, ja, aber Posten für dich. Christine! Nein, staatlichen sogar. Ja, vielleicht als Postros. Na, gerät doch nicht so blöd daher. Na, weil's wahr ist. In der Residenz ist der Posten frei, als Menagerieinspektor. So, sag einmal, woher weißt denn du das von dem Posten? Von dem Posten? Ja. Ja, und
Gehört habe ich halt. Ah, gehört hast du schon. Ja, du, das wäre was für dich. Ha? Natürlich muss man dem Kurfürsten zuerst ein Gesuch überreichen. Ah, ja. Und dazu war heute die beste Gelegenheit, weil heute kommt er nämlich her. Ja, 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 ich weiß. Aber das passt mir gar nicht, dass ich so einem Pazi ein Bittgesuch überreichen soll. Wer sagt denn, dass du es ihm überreichen sollst? Ich werde es ihm geben. Ah, da schau her, was? Das wäre ja nicht schlecht, was? Das fördert man ja gerade noch, dieser saubere Herr Fürst, vielleicht den Moment haben wollen. Aber Adam, ich tue dir das nur, damit wir endlich heiraten können. Du, er ist doch unser Landesvater. Ja, aber deswegen möchte ich noch lange keine Kinder von ihm. Du, dazu kenne ich mir noch zwei, gell? Ihr seid ja dann zwei. Und sowas traust du mir zu? Ich kenne auch Werberleut ganz genau. So, ja. Mir anscheinend noch nicht gut genug. Oh! Das Christoph, bist du narrisch geworden? Adam. Adam. Willst du das wirklich nicht haben? Na. Na ja, dann lass es halt bleiben. Gut. Adam. Komm mal ein bisschen gehen. Okay, schau. Adam! Adam! Ja, ich komm ja schon, So, Christel, jetzt muss ich aber ein paar Vögeln verkaufen, gell? Weil sonst kann ich die heute Abend nicht ausführen. Vierte. Und bleib mir ja sauber, sonst werde ich böse. Komm's leider. Ja. Da geht er. Lieber Gott, ich danke dir, dass du die Männer ein bisschen deppert geschaffen hast. Sonst ging auf der Welt überhaupt nichts weiter. Das Gesuch, mein Gott, ganz verwurzelt ist es jetzt, wird natürlich überreicht. Den Dickschell muss man zu seinem Glück zwingen. Exzellenz! Um Gottes Willen! Ja. Grüß Gott! Exzellenz, ich komme in seiner Durchlauch. Ja, ja, mein Kind, es ist schade, seine Durchlauch ist... Hier! Durchlaucht? Ich komme mit meinem Bräutigam, dem Adam. Durchlaucht? Das ist die Postchristel, die mit dem Gesuch durchlaucht. Ja. Mein Kind, es ist schade, aber dass Durchlaucht so gar keine Zeit hat. Redet er keinen Unsinn? Natürlich habe ich Zeit. Ha, und wie ich sehe, hast du auch ein Bouquet mit. Danke. Durchlaucht, der Bürgermeister und seine Tochter. Ich bin für niemanden zu sprechen, ehe ich nicht die Christel erledigt habe. Aber dann bitte schnell. Was das Gesuch angeht. Ja. Wollen wir es gemeinsam lesen? Ja. Im Pavillon? Nein. Ja, hast du etwa Angst? Ja. Aber warum denn? Ach, ihre Reputation ist gerade die beste nicht. Pardon. Schon bin ich so verführerisch, pardon, mit militärischem neuen Ton. Die Leute sagten so, pardon. So hab ich doch auch nie gedacht, das war es, was mir bang gemacht.
herrlich und erscharmt, als nur volles Kind, immer das Ziel sind, alle Chancen sind für dich, das Weitere findet sie. Wenn man so reizend ist wie sie, was soll ich dir gewähren, dir es ungeniert? Du kannst schon was begehren, was ist denn schon riskiert? Meine Wünsche sind sehr klein, ich werde sehr bescheiden sein. Warum die Resignation mit diesem Feuerrauch, pardon, begehren darf man kühner schon. Diesem Kirchenmund, pardon. Ich geb ein Schloss mit Passion für einen Kuss von dir, pardon. Es wär ja doch nur Bettlerlohn für eine Götterlust, pardon. Was auch dein Herz von mir verlangt, um die Erfüllung sei nicht bang, denn seit mein Auge sehen dich, könnt zum Verschwender werden ich, begehren darf man immer zu, begehren darf. Also nur vorwärts gehen, immer das Ziel sehen, alle Chancen sind für dich, das Weitere findet sich. Wenn man so reizend ist wie du. Thank you.
man wählen wird, wenn Ernest Kreuzheim präsentiert, wer stimmt für die Ovation, ist hier am Pavillon. Dieses Wort, wenn sei, ich hab zwar von Exzellenz, er wählt ja nicht nur Temperenz. Schert euch wieder nur von dannen, wenn das Vielbad brüllen ein, ungestört will Durchlaucht sein. Durchlaucht ist bereits erschienen, er sitzt huldvoll schon da drinnen, und ein Mädchen wirklich nett macht ihm schon ein Bukett. Ja, denn raus im Pavillon, seine Durchlaucht hat ihn schon. Ja, raus im Pavillon, seine Durchlaucht hat Ein fremdes Mädchen bringt sich ein, sie muss heraus, sie muss heraus, heraus mit ihr, heraus, heraus. Maul gehalten, keine Laute mehr, keine Guckser, man marschiert, man bedenkt, dass eine Durchlaucht seine Durchlaucht hier! Dieser Zufall kommt gelegen, dass der Kuf ist schon zugegen. Wie sie sagt in Exzellenz, denn ich will zur Audienz, will die Blumen präsentieren, bitte drum mich einzuführen. Führt mich nun in Trost hinein, werde wohl willkommen sein. Die Person will hinein, ich sag nein, das kann nicht sein, und auch die andere muss heraus, 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 heraus. Sie begehren, Unmögliches von mir. Seine Durchlaucht war zwar drinnen, jetzt ist sie weg und war auch gar nicht hier. Der Verführer, der Joyon, jetzt hau ich in den Puckel aus, heraus, in ihn heraus. Was wollt ihr denn beginnen? Packt euch sofort von hinnen. Ihr seid ja nicht bei Sinnen, da drinnen ist der Kurfürst. Der Fürst. Der Fürst. Der Fürst. Also doch. Also doch. Der Fürst, der Fürst, also doch. Der Fürst, der Fürst, und wer noch? Und wer noch? Der Fürst, und wer noch? Der Fürst, und wer noch? Ein Mädchen tugendsam und nett, von der man sich's gedacht, die hätt sich gar so unverschämt benannt. Die Christel ist ja Bräutigam. Lass mich hinein, ihr Fürst, bin ich, ich sag's dem Fürsten ins Gesicht.
als der treue Pfand gegeben, den wirft die Verräterin an einem anderen treulos hin. Falsches Lied vergisst man geschwind. Eine andere Mutter hat auch ein schönes Kind. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Denk nicht an ihre Blut mit mir. Ich geb die meine dafür hin. Marie, Marie, du hin. Und die Rose schenkst du Schatz, wie meinst du das? Schau,
mir ehrlich ins Gesicht. Wo ist mein Bouquet? Ach ja, den Strauß in Babylon. Die Sonne war anders, mein Party. Die nimmt der Team Marie, Marie und die Juchala und die Juchali. Die Kotto und die Kotto. Solche Schlafigst du mir zu. Das ist doch meine Mensa, verklagen will ich dich und sie. Ich weiß schon, du und du schon will. Die nimmt der Team Marie, Marie, Marie. Die Kotto und die Kotto. Und ab, 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 Ha 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 ha. Gehen da, Adam. Richtus, Christel. Ein rechter Hoderlump ist er. Ein niederträchtiger. Ja. Was sagst du da? Das geht dich einen Schmarrn an! Er lässt sitzen und ich krieg die Watschen. Keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Was? Ja, ihre Durchlaucht will... Ihre Durchlaucht will, dass der Tiroler Adam den Posten des Menagerieinspektors bekommt. Aber so ein Unsinn! Stell dir sich vor, was ich da an Kaution hätte herausschlagen können. Eine solche Kaution, sage ich. Warum soll ich flüstern? Ich denke nicht daran zu flüstern. In Zukunft werde ich derartigen Anordnungen Ihrer Durchlaucht sofort aber ganz und widerspruchslos nachkommen. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass seine Tage an diesem Hof gezählt sind. Übrigens, was die heutige Affäre betrifft, zu seinem Glück durchschaue ich seine Rolle noch nicht ganz. Durchlaucht, ich versichere Ihnen. Spar er sich die Mühe, mich zu belügen, Baron Debs. Adieu.
Hat er das gehört? Ich bin ja nicht hörbehindert. Oh, pardon. Durchlaucht war zermalmen. Ja, ja, Sie werden gut tun, Exzellenz, alles zu unternehmen, um Ihre Durchlaucht milder zu stimmen. Ja. Der Kandidat der Fürstin muss den Posten bekommen. Aha, aha, ja, ja. Aber vorher muss der Kandidat doch ein Examen bestehen, nicht wahr? Allerdings. Mhm. Und die beiden Prüfungskommissare sind auch schon nach hierher unterwegs. So. Ja. Und man müsste auf die Professoren einwirken, dass der Tiroler durchkommt, nicht wahr? Da ich einen derartigen Wunsch Ihrer Durchlaucht voraus habe ich die beiden geeignetsten Herren dafür ausgesucht. Ja, wunderbar. Wittern Sie nur, dass jemand Protektion hat, sind Sie taub und blind. Wunderbar, danke Ihnen, danke. Exzellenz. Alle Kandidaten sollen sich zum Teufel scheren. Bringen die Tiroler her. So. Ah, Baron Webbs. Baroness. Wo ist Ihr Neffe? Stanislaus? Ja. Ja. Ich bereist. Ach, er flieht mich aus unglücklicher Liebe. Man muss ihn sofort zurückbringen. Baron, ich weiß alles. Alles? Na, Sie werden doch Stanislaus nicht unglücklich machen wollen, Baronin. Unglücklich, aber ganz im Gegenteil. Ich möchte ihn glücklich machen. Ich habe mich entschlossen, die Seine zu werden. Was? Sie wollen ihn heiraten? Ja, ja, ich weiß, er hat sich mir noch nicht erklärt. Aber es ist ein übersteigertes Ehrgefühl, das ihn von mir ferne hält. Ich bin reich. Oh Gott, wie sagen Sie das? Ja, ja. Sehr reich. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Er hat Schulden. Ja, 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 das stimmt. Heißt, er hatte sie. Sie sind bezahlt. Was? Sie zahlen seine Schulden vor der Hochzeit? Das ist echter Adel. Sie heißt nicht umsonst Adel Aide. Aber jetzt senden Sie sofort nach Stanislaus. Ich will ihn an mein Herz drücken. Adelaide! Ja? Zartes Gemüte! Ach. Braut erster Güte! Ach. Edelste Blüte! Ach. Gott behüte! Wie bitte? Ach, wie oft wurde ich schon das Opfer meines Vertrauens. Doch diesmal sagt meine Ahnung, er ist der Rechte. Aber was will sie denn im Pavillon? Aber Demoiselle, ich muss doch bitten, Demoiselle. Ich muss zum Kurfürst. Aber er ist noch gar nicht da, Demoiselle. Ich bitte Sie. Natürlich ist er da. Durchlaucht. Durchlaucht? Durchlaucht, das ist doch das. Durchlaucht, Gnade. Ja, Durchlaucht, pardon, aber dieses Mädchen ließ sich nicht abweisen. Ja. Es will partout zu ihrer oder ihrer Durchlaucht. Schon gut. Lass er mich mit dem Mädchen allein. Du glaubst, ich bin die Fürstin? Ja. Und was wünschst du von ihrer, von mir? Ich komme wegen meinem Bräutigam, dem Adam. Der weiß gar nicht mehr, mein Bräutigam ist. Wohl wegen deines Techtelmechtels mit dem Fürsten. Ich schwöre, ich habe mit dem Fürsten weder getechtelt noch gemächtelt. Das heißt, er hätte schon gemächtelt. Aber ich habe ihn nicht lassen. Ja, und dann hat er es aufgegeben. Sieht ihm aber gar nicht ähnlich. Oh, pardon. Aber nicht eine Rede ist so tugendhaftig wie ich. Mein Adam zum Beispiel, der hat da eine kennengelernt. Eine gewisse Marie. Marie. Und dieses Luder hat ihn mir gleich wegschnappen wollen. Aber nein! Aber ja! Aber wenn ich dich erwisch, der dreht den Hals um. Aber vorher, da hau ich's noch, dass sie ewig dran denken wird. Du willst mir also ein paar Hiebe versetzen? Durchlaucht. Durchlaucht? Durchlaucht. Aber warum? Sicher nicht, um dir deinen Schatz wegzunehmen. Wie ich höre, warst du wegen deines Bräutigams bei der Audienz? Ja. Wie war es bei der Audienz? Berichte. Ja, das du war... Du zögerst? Ja. Durchlaucht, ich will nicht, dass sie böse auf mich sind. Durchlaucht, der Tee. Was auch kommen mag, Durchlaucht. Kontenance. Vergessen wir nicht, wer wir sind. Also gut, trinke eine Tasse Tee mit mir. Ich? Ja, und erzähle. Bescheiden mit verschämten Wangen, so traf er seine Durchlaucht ich. Nur huldvoll hat er mich empfangen, ja, zuerst versuchtlich. Doch plötzlich kam er in Ekstase, er nannte eine Venus mich, und mit so mancher recht süßen Phrase, da wollte er verführen.
Impertinent! Impertinent! Nur Kontenance, Lassiose, wo ist ihr nur recht? Nur schmeichelt ihr nicht. Nur Kontenance, nur Passiose, wo ist ihr mir recht? Nur schmeichelt. Und was passierte dann? Nix. Das heißt, er wollte mich küssen. Aber ich bin ganz schnell weggerannt. Sehr kurios. Ja. Tja. Deshalb ist der Adam besser auf mich, wo ich ihn da so gern hab. Also gut. Ich werde versuchen, die Sache mit dir und Adam wieder in Ordnung zu bringen. Durchlauch, danke. Führen Sie die Kleine in den Pavillon. Aber Durchlauch, das Fest. Ich möchte noch ein wenig allein sein. Kommen Sie, törichte Person. Wie kann man den Kurfürsten so bei seiner Gemahlin verleumden? Man kann ja vom Land sein, aber so vom Land muss man nicht gleich sein. Wie schön muss es sein, so innig zu lieben. Und wie schön, so innig geliebt zu werden. Als geblüht der Kirschenbaum, bin ich zum Walde wie im Traum. An des Brunnens kühlen Rand, wo hell die weiße Birke stand. An dem blauen Himmelsbogen, hängt der Mond. Pardon, Hoheit, wenn ich störe, aber ich möchte nur vermelden, dass für das abendliche Gartenfest alles arrangiert ist. Haben Sie alles so angerichtet, wie ich befohlen habe? Alles, Hoheit. Das Fest wird ganz im Stile der Kaiserin Maria Theresia stattfinden. Auch die Tiroler sind wunschgemäß bestellt und werden ihre Hollerei, Dulie, heimatlichen Weisen erschallen lassen. Merci, Quendel. Danke, Hoheit. Alles so arrangieren, wie ich es befohlen habe, ja? Thank you.
mich an? Melde Sie mich ebenfalls an. Professor Würmchen aus Wien. Süffle, Göttingen. Man sieht mir's gar nicht an, jedoch die Fakultät, wie was davon versteht, schiebt unanimitär, mich immer hin und her, als Prüfer, als Kommissär, als Herr, als Kommissär. Beim Prüfen bin ich glücklich, da schone keine Seele, doch wenn er Protektionen hat, der Kandidat, da schweig ich fein, das trägt was ein. Ja, ja. Beim Prüfen bin ich glücklich, das schone keine Seele, doch wenn er Protektionen hat, der Kandidat, da schweig ich fein, das trägt was ein. Heute sollten wir uns klug benehmen, diplomatisch allem uns bequemen. Merken wir, dass man ihn protegiert. Ja, 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 ja. Hat der Kandidat gleich approbiert. Ja, 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 ja. Sollte er auch als Kamel sich zahlen. Ja, 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 ja. Müssen wir zu jeder Dummheit schweigen. Ja, 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 ja. Wenn es gilt, recht biegsam, biegsam sein. Das trägt was ein, das trägt was ein. Herr Kollege, was meinen Sie? Nur ein Federstrich. Hofrotzionist! Herr Kollege, was glauben Sie? Vorhand, Vorhandswand, Sie das Erschermann! Schermann, Schermann! Herr Kollege, was glauben Sie? Nur ein Federstrich! Hofrotzionist! Herr Kollege, was meinen Sie? Vorhand, Vorhandswand, Sie das Erschermann! Kollege! 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 Kollega Bussi, Kollega Bussi. Eins, zwei, drei. Ich bin der Protektor, man sieht mir's gar nicht an. Jedoch die Fakultät, die was davon versteht, schickt unanimitär mich immer hin und her. Als Prüfungskommissär, als Prüfungskommissär. Beim Prüfen bin ich glücklich, das schüttle keine Seele. Doch wenn er Protektionen hat, der Kandidat, da schweig ich fein, das trägt was ein. Mich als Prüfungskommissär schickt man immer hin und her. Mich als Prüfungskommissär schickt man immer hin und her. Als Kommissär, so hin und her, so hin und her. Meine Herren, bin ich richtig in der Annahme, dass es sich um die Kommissare handelt, welche die Kandidaten für den Posten eines Menagerie-Inspektors examinieren sollen? Jawohl, Sie haben den Dings auf den Dings getroffen, den Hammer auf den Nagel drauf getroffen. Ja, mein Name ist Würmchen. Würmchen aus Wien. Naja, deshalb braucht es sich doch nicht gleich so zu krümmen, nicht? Süffle! Was erlaubt er sehr? Nein, Entschuldigung, nicht, das ist ein Irrtum. Er heißt Süffle. Ja, ja. Süffle, Göttingen! Ja. Meine Herren, der Präses der Prüfungskommission, Baron Webbs. Oh! Lieber Baron, das hier ist Professor Würmchen, ein Zoologe europäischer Berühmtheit. Jawohl, aus Wien! Nein, dort steht seine Exzellenz. Entschuldigung, Exzellenz, ich sehe ein bisschen schlecht. Vom Baron aufwärts beschlagen sich immer meine Pupillen. Aus Ehrfurcht. Meine Herren, ja, bin hocherfreut, solche Zierden der Wissenschaft kennenzulernen. Süffle, Göttingen! Danke, danke. Die gekrümmten Rücken der beiden Herren erinnern mich an das Skelett des prähistorischen Ochsen, welches Durchlauch für unsere Menagerie gekauft hat, ja? Ich finde, den Gesichtsausdruck des Ochsen ist vielleicht intelligenter. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass man daran denkt, einen neuen Orden herauszubringen. Oh, Orden, Exzellenz! Bitte an uns zu denken! Und ich könnte mir absolut vorstellen, dass Sie das interessiert. Sehr, 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 Exzellenz! Meine Herren, Durchlaucht
hat uns einen Kandidaten empfohlen. Ja, das ist ein sehr fähiger Mann. Ach so, Sie kennen ihn? Wieso? Nein, ich kenne ihn nicht, aber nein, weil Sie vorher gesagt haben, einen Ort. Wenn ich das verstehe, meine Herren, darf ich eine Frage stellen? Bitte, bitte. Der Kandidat Ihrer Durchlaucht wird also durchkommen. Er muss, Exzellenz. Er muss durchkommen, Exzellenz. Ja, meine Herren, die Prüfung wird gleich hier stattfinden. Hier? Bitte treten Sie näher. Ja, danke, Exzellenz. Sie Platz. Wir warten nur auf den Kandidaten. Ja, wunderbar, Exzellenz. Sag's einmal, was wollt's denn von mir? Ihr kennt's, was da erleben, wenn ich loskomme. Biederer Gebirgsjüngling, du bist im Begriff, dein Glück zu machen. Mein Glück? Ja. Wieso? Na, du wirst dich jetzt einer kleinen Prüfung unterziehen und dann bekommst du sofort das Dekret als Menagerie-Inspektor vom Kurfürsten persönlich unterzeichnet. Vom Fürsten will ich nichts, drum mache ich ja keine Prüfung. Loslassen! Wenn du nicht sofort zur Prüfung antrittst, dann lasse ich dir 25 hinten überziehen. Ah ja? Ja. Na ja, wenn's das so auffasst, Exzellenz, nachher fragt's mich halt. Aber wenn ich durchfall, kriege ich den Posten nicht, oder? Natürlich nicht! Dankeschön, das wollte ich nur wissen. Meine Herren! Ja, bitte, Exzellenz! Meine Herren! Exzellenz. Er glaubt, er fällt durch! Herr Kandidat, wie teilen Sie die Tiere ein? Überhaupt nicht. Was ein richtiges Viech ist, weiß von selber, was hingehört. Jetzt falle ich durch. So. Meine Herren, bitte. Sehr interessant. Ja, natürlich. Moderne Auffassung. Ja, so kann man das auch nennen. Ja. Bitte, Exzellenz, jetzt sind Sie dran. Jetzt bin ich dran. Jetzt sind Sie dran. Also, du bist doch Vogelhändler. Ja. Was weißt du über die Finken? Ja. Über die Finken? Ja, sehr gute Frage. Die Finken haben Kräpfeln, da singen's damit. Und du hast einen Kropf, aber singen kannst nicht. Holla da Ridio, holla da Ro, hey Mann, da singt's mit! Holla da Ridio, holla da Ro, holla da Ridio! Genug! Jetzt sind Sie dran, Herr Professor! Jetzt bin ich dran. Bitte, Herr Kandidat, wenn Sie gleich Platz nehmen würden. Ja. Bitte, Herr Kandidat, welche... Du hast einen Kropf, aber singen kannst nicht! Kollege! Entschuldigung. Bitte, Herr Kandidat, welches ist nach Ihrer Meinung das größte Säugetier? Der Finanzminister. Ja, bravo. Ja. Meine Herren, keine politischen Anspielungen. Nee. Denken Sie doch an den Halsschmuck. Oh ja. Bitte weiter. Noch eine Frage. Eine Zusatzfrage, Herr Kandidat. Ja. Bitte, wie benamset man in der Zoologie den Floh? Den Floh. Mit dem Namen Josef. Wieso Josef? Na, schon in der Bibel heißt es, Josef floh aus Ägypten. Na, jetzt muss ich durchfallen. Jetzt falle ich durch. Bravo! Und das gibt's! Bravo! Das gibt's ja natürlich! Bravo! Bravo! Meine Herren! Was ist? Der Kandidat hat 99 Punkte. Bravo! Das gibt's ja nicht. Und ich hab sofort zum kurfürstlichen Menagerie-Inspektor ernannt. Gratulieren. Durchlaucht. Meine Herren, habt ihr was denn? Exzellenz, ich hab da gar nichts gewusst. Der Wunsch Ihrer Durchlauf. Ja. Das ja. Darf ja Exzellenz, bevor Sie gehen, entschuldigen Sie, Exzellenz, bevor Sie weg. Es ist wegen der Ort. Meine Herren, bitte, Exzellenz. Man wird hören Ortes Ihre Loyalität zu würdigen wissen. Oh, Exzellenz. Adieu, meine Herren. Also, diese Kurfürstin, die kennt mich da gar nicht. Ja, aber bestimmt hat sie gehört, was mir ihr Mann angetan hat. Ja. Na gut, Exzellenz, nehme ich halt den Posten. Hey Mann, da kommt's hoch, es ist Entwarnung. Aha. Ja. Oh. Aha. Wisst ihr was? Bitte. Gehen wir ins Wirtshaus, ich zahle euch einen Einstand. Das ist lieb. Aber vorher möchte ich euch ein Geschenk machen. Ein Geschenk? Ja. Das ist aber eine Lederhosen. Ich wünsche mir schon so lange eine Lederhose. Die Sache hat nur einen Haken, sie wird euch zu weit sein. Das macht nichts. Kann man enger machen. Sagen Sie, wo können wir sie denn holen? Ja, in Innsbruck. Bitte. Das ist uns zu weit. Viel zu weit. Ich hab's ja gesagt, sie wird euch zu weit sein. Hola, Maria, hola, Maria, hola, Maria, hola. Bitte,
Die Baroness hat ganz recht. Der Kurfürst wird alles ausstreiten und die Kurfürstin lässt mich einsperren. Ja, am gescheitesten ist, ich mache, dass ich fortkomme und warte, bis groß über die Sache gewachsen ist. Ah, hier ist der Kurfürst. Das ist ja die Kleine aus dem Pavillon. Hey, du schuldest mir noch einen Kuss. Kathi? Was? Was hast du denn da? Zwei Obstler. Zwei Doppelte. Das ist gescheit. Gib's her, die kann ich jetzt brauchen. Schnell. Mir scheint die Stelle spröde Fee. Du bist ja, ja, du bist der Schnee. Mir scheint, du warst von mir entzückt. Du hast mir zärtlich zugenickt. Mir scheint, ich hätte das eines Mädchens Bild. So hilft mir ein Herz erfüllt. Vielleicht, weil sie sehr ähnlich dir. Vielleicht ein Zwillingjahr von mir. Daher kommt wohl das Quiproquo. Lange wird die Wohnung nicht drum scheint's vielleicht am besten noch. Ich seh dich an mir einmal noch. Doch bitte diesmal recht genau, ja recht genau, genau. Schau mir recht ins Gesicht. Bin ich's oder bin ich's nicht? Bin ich's oder bin ich's nicht? Schau. Es tut mir leid auf ihr. Als Leier sollte ich bitte sehr. Adieu und denk an mich. Das nächste Mal, da kenn ich dich. Adieu. Pardon, lieber Graf, aber haben Sie eben ein junges Mädchen gesehen? Allerdings und ein ganz reizendes dazu. Wunderbar. Aber was wollen Sie denn mit ihr? Ich? Also, ich doch nicht. Ich bitte Sie. Aber Ihre Durchlaucht will sie noch einmal sprechen. Ihre Durchlaucht? Ja. Die Kleine war bei Ihrer Durchlaucht?
Ich stand zufällig auf dem Balkon. Zufällig? Ja, ja, zufällig. Kleiner Seitensprung von seiner Durchlaucht. Das Mädchen hat ihre Durchlaucht alles verraten. Skandal ersten Ranges. Aber Diskretion, lieber Graf, Diskretion. Das ist meine Geschichte. Ah, da bist du ja. Stell dir vor, die Christel war bei ihrer Durchlaucht. Das kann dir doch jetzt als Millionär egal sein. Warum? Du heiratest die Baronin Adelaide. Nein! Sie braucht einen Mann, wir brauchen ihr Geld. Komm, Junge, gehen wir zu ihr. Sag, warum heiratest du sie eigentlich nicht? Weil ich zum Heiraten noch zu jung bin. Aha. Außerdem kann ich nicht wegen einer einzigen Frau alle anderen vor den Kopf stoßen. Also, wie gesagt, Ihr Etablissement steht heute Abend ausschließlich den Gästen Ihrer Durchlauch zur Verfügung. Ja. Ja. Sie und das Personal wird natürlich auch kostümiert sein. Ja. Ja, ja. Ja, aber wir haben gar keine Gewandung. Aber so sei sie doch nicht so albern. Für die Kostümierung wird selbstverständlich gesorgt werden. Ja. Ja. Gott sei Dank, nur recht ins Gesicht. Ah! Ja, also kommen Sie doch mit. Nein, Ihre Durchlaucht wird Sie doch schon nicht fressen, die Marcel, ich bitte Sie. Was wollt's denn Durchlaucht hier. Gottes Willen. Pardon, Durchlaucht, aber dieses Mädchen wollte partout nicht mit mir. War nicht die Davisch. Aber warum bist du fortgelaufen? Wenn dein Gewissen rein ist, wird sich alles aufklären, sobald der Kurfürst kommt. Aber der ist ja schon da. Oh, pardon. Aber das ist unmöglich. Was hast du unmöglich? Den Moment habe ich mit ihm da geredet. Moment. Ist er das? Na, dann war es nicht der Kurfürst. Aber wer war es noch? Das möchte ich auch gern wissen. Du wirst heute Abend bei meinem Fest anwesend sein. Ich? Sobald mir der bewusste Herr bei der offiziellen Huldigung zutrinkt, klingelst du mit einem Glöckchen. Ja. Und damit man dich nicht erkennt... Sehr gut. Ja, Marie. Ja, wie schaust denn du aus? Ja, was du für eine schöne Damentoilette anhast. Hörst, ein bisschen zu groß ist da das Gewandel, gell? Grüß Gott, Herr Menagerie-Inspektor. Herr Menagerie. Ah, das heißt auch schon. Mhm. Du, Marie, jetzt, wo ich einen Posten hätte, einen sichern, was werden da mit uns zwei? Willst nicht vielleicht Frau Menagerie-Inspektor werden? Aber du hast doch eine andere gern. Kommt. Früher halt. Marie, nimm mich. Adam! Eva! Christoph! Durchlaucht! Durchlaucht! Was? Die Marie ist ein Durchlaucht? Ja. Ja, ich bin ja der größte Depp von Nord-, Ost- und Südtirol. Ja. Wir haben euch beide nichts vorzuwerfen. Deine Marie war zwar falsch, aber ihr Kurfürst auch. Nee. Was? Nee. Nicht einmal der echte Kurfürst war's? Na, du bist mir eine feine Seitenspringerin, du. Ja, wer war's denn nachher dann? Das wirst du früh genug erfahren. Wir haben für das heutige Fest einen besonderen Effekt vorbereitet. Sobald ein Glöckchen ertönt, wirst du wissen, wer der Mann war. Hoheit. Bitte? Das Fest beginnt. Danke. Wir sehen uns beim Fest. Durchlaucht. Durchlaucht. Du. Du, wieso bist denn du da vorhin vor der Kurfürstin kniet, ha? Na ja, vor einer Fürstin, da kniet man halt da. Ah, ja, Fralli, besonders wenn man sie für eine Marie hält, gell? Und sie heiraten möchte, Du Schaf! Jetzt ist denn du Staat, jetzt könnte ich eine große Schmarrn an, wenn ich heirate. Aber so eine, die was einen Bräutigam mit einem Kurfürsten betrügt, der gar kein Kurfürst ist, heirate ich nie. Nie? Nie. Gut, das merke ich mir. Merk das nur. Aber eins weiß ich. Was? Du wirst mich noch mal gern zur Frau haben wollen. Was ich? Lach nicht. Ja, sie kann lachen, was aber, ich will. Aber dann musst
Ja, ja. Was? Um Verzeihung bitten. Ich? Um Verzeihung. Ich? Dass ich nicht lach. So. Und nun das Ballett des Hoftheaters. Thank you.
Torheit, wie uns das noch heut, uns passiert diese hier, doch scheint immer mehr. Aber wir samt es wink, nicht erschreckt, nicht verling. Sind wir voll von Stand, ja! Als ein... Oh,
Schwungen. Träume sieht sie vom Rhein. Schenkt ein, schenkt ein, schenkt ein, schenkt ein. Vor ein Löcklein promise to me.
befiehlt meinen aller untertänig sein. Jetzt habt ihr's gesehen, so kann's an Menschen gehen, der, was sich blind verrennt, weil die Liebe im Herzen brennt. Wenn mir wer raten tät, was ich zu tun jetzt hätt, würd es mir besser gehen, ui, wär da schön. Lebert Mutter noch, würd ich sie fragen, doch ich weiß genau, sie würd es sagen. Adam, sei doch gescheit, ein Pinkel kommt nicht weit, und siehst du draußen nicht ein, wirst eure Akinkel sein. Ich sag euch's Tierkerz gehabt, der was an Maler trat, weil wenn du dich verliebst, gleich uns an Deckel kriegst. Schwört dir auch lieb, ihr Blick, dann schau bloß nicht zurück, weil hinten einer landt und den hat's gemahnt. Ich hab drüber bei manchem geklagt und ein jeder hat gelacht und hat gesagt. Geh, Adam, sei doch gescheit, ein Verliebter, der kommt nicht weit, und siehst du draußen nicht ein, wirst eure Zeissel sein. Jeder denkt heutzutags Leben, das wäre ein Block, und auf der beiden Welt trat sich nur alles ums Geld. Jeder denkt nur an sich, ich find das fürchterlich, denn man vergisst dann eben einfach das Leben. Wenn ich Vogel hab über das Frauen, doch ich weiß genau, sie würde geht leid und sei's doch gescheit, so hab's doch am Leben erfreit und zeigt das weiter nicht ein, wenn's morgen zu spät schon sein. Ja, geht's, aber das wollen wir nicht. Jo, Leidon, ihr seid gescheit, weil euch mein Gesang gefreit. Es kommen noch ganz hohe Töne, aber jetzt muss es weitergehen. Juhu, vielen Dank! Ich werde es nicht zulassen, dass du diese Postschaffnerin heiratest. Bitte lass mich! Stanislaus! Herrgott, die Ahnfrau! Kommen Sie, um mir zu gratulieren? Ich komme, Sie zu retten, Sie leichtsinniger Mensch! Ein Wagen wartet auf uns. In 15 Minuten sind wir an der Grenze, der uns ins Glück entführt. Ich bin Offizier. Müssen Sie gerade hier Offizier sein? Denken Sie doch ein bisschen europäisch. Baroness, meine Ehre verbietet mir einen derartigen Schritt. Leben Sie wohl. Oheim? Stanislaus!
Baroness, ja? Erliegen Sie nicht dem ersten Eindruck. Es gibt ja auch noch andere schöne Männer. Diesen Schmerz werde ich nie überwinden. Adelaide! Ja? Da Sie unbedingt einen Webs wollen, der Junge aber weggeflogen ist, nehmen Sie mich! Als Mann? Als was dachten Sie, als Wärmeflasche? Ich bin die Deine. Aber die Hochzeit muss sofort stattfinden. Dieser Mensch altert unter meinen Augen von Minute zu Minute. Kommen Sie, Baron. Karte, Karte. Meiner leibhaftigen Fürstin habe ich einen Antrag gemacht. Ich bin ja schon oft einer Gams nachgestiegen, aber so hoch habe ich mich noch nie verstiegen. Adam, weißt du was? Bist ein fester Depp. Na, Karte, vierte. Vierte Gott, Adam. Jöte Christel. Herr Graf, nur keine Angst. Ich werde Sie schon nicht heiraten. Wenn ich Sie so vor mir sehe, könnte es mir direkt leid tun, dass der Verdacht dieses Tirolers so vollkommen unbegründet ist. Danke. Der weiß ja gar nicht, was er für ein Glück hat. Warum? Dass er von einem so hübschen Mädchen geliebt wird. Christa! Christa! Ja, ist es wahr, was der da sagt? Ja. Christa! Christa! Oh. Na! Möge, was ist denn? Geh doch zu deiner Marie! Na! Wir zwei sind fertig miteinander! Na! Hey, Christel, na, genau. Christel, okay. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ganz einfach. Sie fragen, ob sie deine Frau werden will. Ah, meinen Sie wirklich? Christel, nimmst du mich? Geh, nimm mich. Christel, geh. Christeli. Christel, geh, Christi, nimm mich. Jo. Du Jacke! Was, nicht so schnell, was ist, was? Zuerst musst du mir erst um Verzeihung bitten. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Was? Um Verzeihung? Ja. Ich? Ja. Na, das tue ich nicht. Aber natürlich. Das tue ich nicht. Oder hast du schon einmal erlebt, dass Frauen nachgeben? Ja, ja. Da hat er recht. Kämpfe, liebe Frauen, leicht bist du gehauen. Wart uns nicht Courage allein, aber was sagt ihm nicht so? Wie man sich gedacht, wird man ausgelacht. Denn der Frauenwaffe ist die Schönheit und die Lust. Ja, man kann sich leicht blamieren, wie die Frauen imantieren. Was tut der Arme dann? Der nimmer weiter kann, der tritt den Rückzug an. Er fleht auf Rede fein und steckt den Degen ein. Tut mit dem Feind charmant und zahlt ihm wie bekannt. Noch oben drein die Kosten, noch am Ende, wenn er kann. Ach so gut. Nur musst du voran parieren. Hollabär, parieren. Na, sind wir wieder gut? Na, dann verzeihen wir halt. Ja! Juhu! Kämpfe nie mit Frauen, vielleicht hast du gehauen. Ja. Ihr habt euch also versöhnt? Ja, ja. Dann will ich eurem Glück nicht mehr im Wege stehen. Danke. Okay. Herr Stanislaus, er ist pardoniert. Pardon durchlaucht,
Durchlaucht, da ich mich nach langem Zögern entschlossen habe, in den Stand der Ehe zu treten, möchte ich diesen schwerwiegenden Entschluss nicht leichtfertig umstoßen. Wer ist der Bräutigam? Er. Ha, Onkel, hast du endlich die Altersgrenze erreicht. Schön. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Eine wahrhaft edle Tat, die nicht nötig gewesen wäre, da Christel ihren Neffen bereits freigegeben hat. Stanislaus ist frei? Das ändert doch alles. Aber nur unter der Bedingung, dass ich 10 Jahre lang nicht heiraten darf. So lange kann ich nicht mehr warten. Ich bleibe die Deine. So ein Glück. Wendel, besorge ein Brautbouquet für den Adam. Nimm mir dafür die schönsten Rosen aus meinem Garten. Danke, Marie. Aber ich hab selber eine Rosen. Schenkt man sich Rosen in Tirol, weiß man, was das bedeuten soll. Man schenkt die Rosen nicht allein, man gibt sich selber mit auf drein. Ja, du hast recht. Verstehst mich, meinst du es so, deiner Liebste spricht, meinst du es so, so küsse mich, gib mir die Rose auch dir. Thank you.